Gleich in den TV Berlin Nachrichten: Festnahmen in der Türkei in Sachen Terroranschlag in Berlin, Joggerin brutal überfallen und das Wetter. Obwohl kalendarisch Frühlingsanfang, bleibt es erstmal grau und regnerisch. Wann wir mit Besserung rechnen können, mehr dazu am Schluss zu sehen. Herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 20. März. Die türkische Polizei hatte im Zusammenhang mit dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin drei Verdächtige am Istanbuler Flughafen Atatürk festgenommen. Sie wurden verdächtigt, in Verbindung zum Attentäter Anis Amri gestanden zu haben, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag. Die Festnahmen seien schon vergangene Woche erfolgt. Die drei Verdächtigen seien deutsche Staatsbürger mit libanesischen Wurzeln. Bereits früher hatten die türkischen Behörden in der Küstenstadt Izmir einen Mann wegen mutmaßlicher Verbindung zu Amri festgenommen. Im Fall der getöteten Frau aus Kreuzberg sind nach einem Zeugenaufruf der Polizei bislang rund 20 Hinweise eingegangen. Das teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Die Polizei hatte am Sonntag Aufnahmen des dringend Tatverdächtigen veröffentlicht. Es handelt sich um den letzten Begleiter des Opfers. Nach Zeitungsinformationen soll es ein Belgier sein, der angeblich wie das Opfer in Sadomaso-Kreisen verkehrte. Feuerwehrmänner hatten die Frau am Freitag nach einem Wohnungsbrand leblos aufgefunden, doch die 41-Jährige starb nicht in den Flammen, sondern wurde nach Angaben der Ermittler umgebracht. Die Polizei geht den Hinweisen nun nach. Innensenator Geisel rechnet damit, dass die Straftaten von Asylbewerbern in diesem Jahr deutlich zurückgehen. Gerade das enge Zusammenleben verschiedenster Ethnien und Religionen in Sporthallen habe zu Konflikten unter den Flüchtlingen geführt, sagte der SPD-Politiker am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Umso wichtiger sei es, die großen Unterkünfte vollständig aufzulösen und normale Unterkünfte zur Verfügung zu stellen. Ich gehe davon aus, dass die Straftaten in 2017 sinken, sagte er. Unter den knapp 136.000 Tatverdächtigen, die in der polizeilichen Kriminalitätsstatistik 2016 erfasst sind, waren rund 9.600 Flüchtlinge. Ihnen wurden laut Geisel 17.180 mal der insgesamt 568.860 registrierten Straftaten zugerechnet. Darunter waren laut Polizei etwa 2.000 Gewaltdelikte in Flüchtlingsunterkünften wie Diebstähle, Angriffe und Schlägereien. Asylbewerber seien gleichzeitig Opfer und Täter. Laut Geisel hat die Zahl der Straftaten in Berlin trotz der wachsenden Zahl von Einwohnern nicht zugenommen. In den kommenden Jahren kann es bei der Polizei infolge tausender Pensionierungen zu Personalengpässen kommen. Davor warnte die Gewerkschaft der Polizei am Montag in Berlin. Laut einer Erhebung der Gewerkschaft über Abgänge und Ernennung wird es 2021 in der Hauptstadt 517 Polizisten weniger geben als heute. Nach Sachsen der zweitgrößte Verlust aller Bundesländer. Nach Angaben der GdP werden von 2015 bis 2021 bundesweit rund 60.000 Polizisten pensioniert, knapp 30% aller Beamten. Dem stünden zwar rund 72.000 neue Polizisten gegenüber, von diesen gingen aber allein gut 7.000 zur Bundespolizei und zum Bundeskriminalamt. Eine Joggerin ist in Prenzlauer Berg überfallen und beraubt worden. Die Frau war am Sonntagabend im Mauerpark unterwegs, als ein Unbekannter sie von hinten angriff, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Täter schlug ihr mit einem Ziegelstein auf den Kopf. Als die Frau zu Boden ging, schlug er weiter mit dem Stein auf sie ein, trat sie und versuchte, an ihre Jacke zu gelangen. Die Frau konnte sich des Kleidungsstücks entledigen und flüchten. Der Angreifer entkam mit der Jacke, in der sich unter anderem ein Smartphone befand. Das Opfer musste mit einem Kieferbruch und Brüchen an der Hand ins Krankenhaus. Die Pfaueninsel wird wieder unter Naturschutz gestellt. Wie die Umweltverwaltung am Montag mitteilte, ist das Verfahren zur Neuausweisung des Schutzgebietes abgeschlossen. Es war nötig geworden, weil sich die Vorschriften zum Natur- und Vogelschutz verändert hatten. Die Pfaueninsel, ein 67 Hektar großer Landschaftspark an der Havel, gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Sie steht seit 1941 unter Naturschutz. Mit ihren Wald- und Wiesenbeständen gilt sie als ökologisches Kleinod und Lebensraum für streng geschützte Tierarten wie Fledermäuse, Held, Bock, Käfer und Eremiten.
Die Insel wurde zwischen 1816 und 1834 von dem Landschaftsarchitekten Peter Joseph Lenné angelegt und ist ein beliebtes Ausflugsziel. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht bleibt der Hauptstadthimmel bedeckt, gebietsweise kann es auch noch leichten Regen geben. Die Tiefstwerte liegen bei 9 Grad. Auch der Dienstag beginnt noch verregnet. Im Verlauf nimmt die Niederschlagswahrscheinlichkeit eher ab. Es bleibt dennoch meist trüb und wolkenverhangen. Die Tageshöchstwerte liegen bei 14 Grad. Und der Blick auf die kommenden Tage. Auch am Mittwoch und am Donnerstag bleibt es noch grau in grau und verregnet. Am Freitag erwarten uns dann aber deutliche Auflockerungen mit bis zu 8 Sonnenstunden. Das Quecksilber pendelt sich zwischen 9 und 11 Grad ein. Ja, und das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Tschüss, bis morgen.